Hallöchen und willkommen zurück hier bei eurem Auftraumfänger.de gegen ein Terraner 1-FT. Da probiere ich einfach mal den Ravager-Push aus. Vielleicht ist er ja richtig gut gegen Terraner. Ich werde sehen, ob der Diamond das ablocken kann. Bei Minute 3 müssten wir drüben beim Terraner sein. Es ist auf jeden Fall ein 14 Hedge into Pool into Rootsporn mit zweimal Gas. Und dann fangen wir auch gleich mal hier an. Good luck, fun. Ach, jetzt brauche ich ja nicht switchen. Good luck, fun. So, dann gleich den nächsten Throne. Als nächstes dann Pool, dann zweimal Gas, jeweils dann noch irgendwo die Drohne wieder nehmen und dann kommt auch schon der Roadspawn. Ist halt total cheese, ist One-Base All-In, mache ich nicht genug Damage, ist es vorbei, aber das werden wir gleich sehen. Wie gesagt, Minute 3 müsste ich drüben sein mit 3 Ravager. Kann den Terraner schon ganz schön schocken, wenn das nicht scoutet. Muss aber nicht unbedingt. So, mehr Overlords, Overlords kommen. Natürlich nicht. Erst jetzt kommt der erste Overlord. Dann, wenn die Gas fertig sind, die Geysire, auf jeden Fall zwei Throne in jedes Gas. Denn Ravager sind gasintensiv. Und sobald ich pushe, dann auf jeden Fall noch in eins, mindestens drei. Wir brauchen mehr Overlords. Für Overlords sind keine Zeit. So, als nächstes Queen nehmen, Roachborn setzen. Man kann jetzt noch umgekehrt machen, erst den Roachborn, dann die Queen, aber es nimmt sich nicht allzu viel. So, jetzt kann ich noch zwei Drohnen machen, einen habe ich schon. Den Overlord brauchen wir auf jeden Fall hier an der Ramp, denn mit ihm kann ich dann meine Beil setzen. So, dann kann ich den nächsten Overlord. Jetzt noch einer mehr mit ins Gas. Die Queen kommt, der Roachborn kommt. Eine Drohne können wir noch. Injects nicht vergessen. Es könnten natürlich dann wie immer diese. Wie heißen sie? Ach, den Namen vergessen. Flieger kommen. Benjis. Cloak Benji. Gegen Zerg. Mittlerweile sehr oft gesehen. So, drei Roaches kommen. Wir können sich noch nicht absichern, wir müssen dann einfach mit der Queen die Bench verteidigen. Zwei Dinger noch. So, dann hier kommen, los geht's. Noch eine Roach. Noch eine Roach. Und dann geht alles vor. Und man braucht halt oft viele Overlords, also zeitig. Weil Roaches kosten halt 2 und der Ravager nochmal 1 dazu, bist halt bei 3 Supply. Und so schnell wie möglich morphen. Denn Ravager sind schneller als die Roaches. So. Schauen wir mal, ob wir was reißen können. Overlord vor. So, die nächsten Roaches. So, weiter geht's. Mehr Overlords. Mach dich mal bitte. Wir brauchen mehr Overlords. Vielleicht kann so weit schießen. Overlord bleibt da stehen. Und jetzt gucken wir vor, jetzt ist es egal. GG!
Und damit haben wir die Terraner überraschend halt geäxt. Das war sein Fehler, nicht gescoutet. Und ich würde sagen, war eine kurze kleine Folge. Wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin, schaut noch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob. Und das war's auch schon mit diesem One Base All-In gegen die Terraner. Sehr mächtig, die 4 Ravager. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, natürlich wie immer kostenlos unter links abonnieren. Dann oben rechts unser Startup-Projekt und unten rechts ein Sonderprojekt. Dann schaut noch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.